Willkommen bei Ben und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Alpha-Demo von Mannequin Hessler Storage für euch. Und wir starten the game. Schön, nicht eine Spielszene und werd ihr schon total erschrocken, ey, Mann. Ach, jetzt bin ich hier drüben, oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Die ganze Zeit probiere ich auf Streamlabs rüberzukommen. Und jetzt bin ich auf Streamlabs. Na, ist ja toll. Ach, guck mal. Benni hat schon umgestellt. Du Fuchs, du. Du alter Fuchs. Schön, vielen Dank. So, okay, jetzt sind wir im Game und wir sind hier anscheinend in einer Fabrik, wo Sperrholzplatten hergestellt werden. Mr. Elwood said the key for the sliding door should be on the table. And the door just to the right of it. Also entweder hat der Sio gerade ein Hornmet hintergeknallt oder quatscht halt die ganze Zeit wie ein leicht angetrunkener Typ. So, okay, alles klar. Main Entrance, Sliding Door Key. Alles klar. Habe ich hier eine Lampe? No Flashlight. Schön. 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 Entschuldigt. Aber ich habe mir gesagt, schön, wenn ich hier kein Flashlight habe. Okay. Aufwisch. Ach, ist aber auch interessant. Also, tatsächlich finde ich so eine Glasschiebetüren irgendwie befremdlich. Ja. Das looks like their innovation team are progressing well up here. Frank said it was on the lower ground floor. I wonder if there's an elevator I can use. Klingt wie so ein Ire mit Kartoffeln im Mund. Okay, der Sound. Ciao. Was? Wie? Machst du los? Jojo? Lässt du uns jetzt hier allein? Ganz am Anfang. Das ist einfach die schöne Riebsplatten hier ran, hier Spacks, ey. Ohne Verspachteln, das ist ja auch vollkommen überbewertet. Ey, wer baut denn hier? Ach, nee. Nee, nicht ohne Taschenlampe. Wo ist meine Taschenlampe? Hallo? Nope. Oh, hier, guck mal. Oh, Einhell. Akkuschrauber von Einhell, wunderbar. So, der Sound am Anfang hat mir irgendwie etwas den Fluchtreflex angeregt. Ja. Nicht nur bei dir, Jojo. Teile von mir sind schon weg. So. An Elevator. Elevator. Out of order. Looks like I'm taking the stairs. Schön. Schön. So, Luffy, komm mal auch an den Fahrstuhl vorbei. An Elevator. Vielleicht nehme ich lieber die Treppen. So, 100 Meter Hürden sind heute auch nicht drin. Plattenwagenrennen auf 400 Meter macht auch keinen Spaß. Grafik ist ziemlich gut für so ein kleines Spiel. Der Mann ist auch maximal motiviert. Ja, na, wahrscheinlich, wenn du nachts hierher musst irgendwie, weil hier irgendein Klopskopf hier irgendwie Scheibe spielt. Ja. So, wo sind denn die Stairs? Bin ich um die Ecke? Nö. Das ist einfach so eine Sackgasse. So eine völlig hohle Sackgasse. So, hier hinten jetzt noch. Die Synchro wurde wohl nicht so gut bezahlt. Also, habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Normalerweise ist ja das, was wir immer hören, eher so Jugendliche, Männer, Kinder. Also, oder einfach nur Jugendliche. Kann ich hier was wegschieben? Hallo? Muss doch mal irgendwo weitergehen hier. Nope.
Stairs. Alles klar. Somebody should take a look at that light. Also so eine Palette, Europalette mit Ziegelsteinen. Oh, use V for mouse wheel. Aha. Interessant. Flashlight gibt's nochmal separat und jetzt haben wir bloß. Ach, wo, Moment mal. Wer hat denn hier bitte die Terrazzo-Platte von der dritten Stufe geklaut? Anzeige ist raus. Oh, gut, hier ist der Maler noch anscheinend nicht gewesen. Muss man noch ein bisschen überspachteln. Nur so ein bisschen, ne? Und dann geht das. Schön. Oder mach einfach Raufaser rüber. I must have gone the wrong way. Ja, das. Davon kannst du aussehen. Close the door. Auf gar keinen Fall. Wer hat denn hier den Müll stehen lassen? Ja, na schön, dann close ich mal the door. Nein, Mann, no. There wasn't a door there before. Scheiße. Ah, schön, so eine selbstgemalte Karte. Können wir die nehmen? Gen 1, what? TV? Temp Maintenance, Gen 2. Ach, dann sind noch die Türen hier eingezeichnet, oder was? Ah, oh, da auch noch so eine Kritzelkrake, Scheiße, ey. Ah, oh, nee. Frank details the direction I need to go to get to the symbol. I should remember these. Okay, kann ich das irgendwie dismissed? There's no torch here. Bloody useless. So ein Stück Pappe geschrieben irgendwie. Schön. Ah, ja, follow the arrows. Lese ich jetzt nicht vor, ist mir irgendwie eher so handschriftlich. Steve! What? Wie? Moment! Ich möchte sofort den Spiel ausmachen, jetzt weißt du viel über mich. Na, der ist ja. Mann. Achso, ich drücke einfach auf Read. Steve! There's a maintenance room on every floor, but not all the lights works. If you can have a look, I'd be grateful. Ah, we are all sick of working in the underground without decent lighting. That, and I think Paul will lose his head if he keeps having to go in the dark anymore. Honestly, he said he's not scared of the dark, but he keeps saying something's moving and someone's keep moving the mannequins. When I find out who it is, I give them a bloody mouthful. you might have to check all the rooms to see if they have the light installed and working. Ja, schön. Schön. Wer bewegt denn hier bitte die Mannequins? Schön. Right. I best turn these bloody lights on then, hadn't I? Also wenn da jetzt kein Untertitel stehen würde, ich hätte jetzt nicht viel verstanden, muss ich sagen. Von diesem strengen gälischen. So, passiert auch. Hallo? Scheinbar. Oh, okay. Scheinbar hält unser Feuerzeug aber dafür ein bisschen länger. Okay. Generator. 1 von 2. Okay, er ist an. Ach nein, wenn er jetzt an ist, wird er irgendwann aus sein. Unterschrieben von Ben. Ben Kenobi. Oh. It's a bit dark in here. Good job I've got my lighter. Was hat er gerade gesagt? Ich war gerade da hinten von den abgedeckten Dingern irgendwie irritiert. Was hat er gesagt? Und was mit Leiter? Er braucht eine Leiter. Boah. Er braucht eine Leiter, was für ein Scheiß. Oh, hallo, wunderschöner Schreck. Would have been useful though. I don't see a cable around. Ja, ist halt scheiße so. Mit Benzin wäre schon geiler irgendwie. Oder Akku. Ne? Muss ich mich nachher mit dem Ding wehren? Mit Kabel dran? Oder wie? Ach man. Remove. Wie? Was? Remove? Was ich hier mal removen? Was ist das hier? Glory Hole oder was? Kann man hier eine Piepshow angucken? Ah ja.
wieder zu. So, schön, 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 schön. 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 Stop moving the fucking mannequins. Bin ganz bei dir, mein Freund. Locked. Okay, gut, man kann nicht machen. So, okay, die zwei. Verschlossen, schön. Okay, also die, die aufgehen, gehen anscheinend sehr, sehr langsam auf. Als wenn das nicht schon gruselig genug wäre hier unten. Oh, was ist denn das? Wer macht denn, wer baut denn so eine Räume? Und dann aber auch so eine neuen Türen eingebaut. Ne? So, ja, die Türen haben wir schon drin. Samt Türzahlen. Ja, die Wände sehen immer noch. Kann passieren. Deshalb, liebe Kinder, schraubt immer Regale und Schränke an die Wände. Raum Nummer 3. Hm. Ja, hier waren wahrscheinlich die Sicherheitsbelehrungen mal dran. Sie war doch gerade zu, oder? Na! 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 Mann! Mann, nicht doch jetzt nicht schon. Nicht jetzt schon hier so eine steile Kurve, bitte. Oh, ich kann doch nicht zurück. Was ist das? Ah, nee. The Mentons Room. Mach doch nicht auf! Scheiße. Ja, wo... Mann, hier klappert alles. Das ist schlimm. Das ist so schlimm. Warte mal, ich mach mal Tür zu. Oh, kann ich hier oben? Ja, oh, viel safe. Jetzt mal ohne Scheiß, ihr steht vor einer Wand. Da ist ein Pfeil nach unten und ein Fragezeichen. Was würdet ihr jetzt tun in diesem Raum? Ich hab keine Ahnung. Ich würde nach unten gucken, würde feststellen, da ist nichts und würde sagen, hä? Fragezeichen. Zu einfach verarsche. Buddeln. Aber das sieht nicht aus nach einem Boden, an dem man buddeln kann. Du kannst dich ja hier nicht durch den Estrich picken. Also, du würde... What? Oh Gott. Ey, nein. Das war doch... Nein, Mann. Oh nein. Nein. Oh. Okay, ist mir egal. Ich muss raus. Was ist das? Mann! Ich glaube, eine Zeit, da scherzte Benny und ich so ein bisschen so mit diesem Outlast 2 Eimer. Das ist manchmal nicht so eine schlechte Idee, finde ich. Das ist manchmal ja nicht so eine schlechte Idee. Okay, also das Spiel wird übel. Ja, Jungs, alles klar. Oh, das ist ein krasses Bild, ey. It's like the March of the Damned. Das ist ein richtig krasses Bild. Ziemlich helles Bild hinten. Kennt ihr den? Ist das ein richtiges Gemälde? Oder ist das jetzt einfach hier so für das Spiel gemacht? Sieht beeindruckend aus. Also würde ich mir jetzt nicht hinhängen, aber sieht beeindruckend aus. Schakalaka. Ist der jetzt weg? Ja, er ist weg. Ach, das war. Oh, guck mal, aber hier das Regal ist auch weg. Schön. Na, dann müssen wir alles aufmachen. Warum nur krieg ich immer die schlimmen Spiele? Mad Writings, Edited Inventory. Warte mal, lass mich raten, mit Tab E.
Oh, guck mal, Sanity oder ist das, gilt das für meine, ist das, soll meine Gesundheit dastehen, ist mein Geisteszustand, ne? Wahrscheinlich. So, seems to me these were written by someone who lost their mind. Ja, wahrscheinlich. On a march through hell, the terror, their shall face, which of five shall be. Tja, the Red King sat on his throne. Schön. Ja, das. Achso, warte mal, stand noch was auf der anderen Seite? Nee, die ist natürlich blütenweiß. Ist ja klar. Okay, ich würde sagen, hier ist vielleicht ein Radio oder ein Fernseher drin. Alter, ist das scheiß Duster hier. Ah, okay, ach, hier sind wir. Okay. Schön. Also schön ist nicht, aber okay. Ist das okay, wenn ich mir mal hier einfach die ollen Zettel nehme und mal ankicke? I don't think this was just a storage site. Hesslers Memo 1. Ah, nee. Nee. Generate. Right-click to unlock if you have a key. Nee, ich hab leider nicht den Key. Oh, die sehen auch noch so bullig aus. These things creep me out. Ja, nicht nur dich, mein Freund. Oh Gott, Alter. So, hier erstmal hier mal kurz gucken. Einfach nur ein schönes Regal hier drin. Gibt mir nichts. Okay. Gaze upon your own image, those that can behold upon themselves shall be rewarded, but shall invite mine intent. Schön. Oh nein, man kann auch noch so nie. Ach ey. Tatsächlich weiß ich nicht, wie man das so wirklich sinnvoll in Spielen, außer bei Outlast, benutzt. Also in so einem Spiel würde ich das nicht benutzen, diesen... Wir können um die... Wie nennt man das? Man kann um die Ecke gucken oder was? Man kann sich rauslehnen, man kann lehnen. Nee. Nee! Was? Wohnen? Was ja, ist hier, Zock? Weg. Mann! Mann, warum denn? Dreckstür zu. So, hier ist die große Halle wieder. Genau, richtig. Na. Oh, schön. Ja, hier hat er seinen Schreibtisch. Hier ist das Arbeitszimmer. Schön, schön, schön. Ein paar Bücher. Ganz schau. Was ist das für ein sinnloser Raum? Frag mich. Ja. Alter, ich muss echt mal cooler werden, ey. Oh, das sieht aber krass aus, der Bild. Die gefällt mir. Kann ich hier mal vorbei? Ja, alles klar. Das sieht krass aus. Chat, kann das mal einer irgendwie recherchieren, ob das richtige Bilder sind? Ob das echte Gemälde sind? Oder ob das jetzt hier Art for the Game ist quasi? Not much of an art person, but there's something about this painting that's familiar. Oh, eine 6. Chat? It's 6. Auf dem anderen Bild war mal eine Strophe, oder? This is Dr. Waller. The cool. Date is the 5th of August, 1987. I can no longer wholeheartedly support Dr. Hessler in his pursuits. Hey Mutti, grüß dich. The experiments seem to be causing significant trauma to the subjects. They seem to have worsened in all aspects. Ah, kann ich weit weg, schade eigentlich. What little they have of their psyche. Steckdosen dran oder was?
Dr. Hessler seems hell-bent on controlling them, but I'm not sure he can anymore, or that he ever was in control to begin with. The subjects have become more aggressive, but somehow we see more of them. I don't know quite how to put it, but it's as if their presence is causing hallucinations. But the staff all seem to have the same hallucination at the same time. And as much as I can call them hallucinations, they are in fact very real. Dr. Bell was definitely attacked, and we all saw it. He even has the marks to prove it, but as quick as it happened, his attacker disappeared again. As far as I'm concerned, Dr. Hessler, would be better off sealing that artifact and burying it deeper than this facility, where no human hands can reach it. There are enough security triggers to keep it safe for years after this facility has served its time. But unless we get rid of it properly, that artifact will continue to cause issues here. Mm-hmm. I only hope that he sees sense before these manifestations become more dangerous. Was sind hier Manifestationen irgendwie von dem Scheiß? Kann ich mir nicht vorstellen. Sehen echt aus. Okay, also irgendwo hier tief in diesem Gebäude wurde quasi ein Artefakt vergraben von Dr. Hessler. Was ist das hier? Ist das das? This is Islet Stone. Was ist denn ein Islet Stone? I've never seen one that big before. Frank never said anything about it being damaged. Looks like it's cracked the symbol too. Here's me thinking it'll be a straightforward heritage marking. It does look familiar. I think I'll need to do some research back at the university to identify this. Ja, genau. Brief Hessler-Stone. Okay, dann lass uns rausgehen. Ich bin nur so bescheuert und mach das alles so richtig schön laut aufs Ohr. So richtig schön laut, damit du auch richtig drin bist. So, wisst ihr, so mit 2.000.001. Wer macht hier auch so ein. Was ist. Wer stellt denn hier so eine Bücher? Also, ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. Na, sag mal. Warum denn? Also, so eine Anbauschrankwand da, so eiche dunkel, ey, und dann voll mit Bücher. Was ist das hier? Observation 8, 4th of May 1987, Dr. Newton's log. Drei Stunden Having studied später. The subjects for the last week, they don't appear to be active or conscious all of the time. They seemingly have periods of slumber, but they don't lay down. It's almost as if they lay dormant. This goes against what we've learned or assumed so far. We expected, I expected them to behave like they would have previously. We've given them comforts. They would hopefully recognize them, but it seems that they either don't remember or are completely disinterested. Another observation to note is that any prolonged exposure to them seems to trigger hallucinations or manifestations. I'm not sure which, but they do seem very real. I've ordered a further separation between the staff and the subjects. This is something we'll need to study further to ascertain how close we can get to the subjects before any adverse effects start. End of log. Okay, dürfen wir jetzt einfach nicht zu nah an diese Mannequins rangehen? Wenn ich das jetzt so, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Europalette. So, denn okay, alle klar, also wir sollen rausgehen. Aber warte mal, ich würde noch mal ganz kurz, wo war das andere Bild? Wo war denn das andere Bild nochmal? Da wollte ich nochmal ganz kurz schauen, ob da eine Nummer drauf ist. Da. Nee. Warte mal. Scheiße. Wo war denn das? Wo war denn das jetzt? Hm, komm gerade her. Oh, ich bin so ein Orientierungsspasti. Mann. Na, nicht doch. Hier? Maybe? Nope. Zu. Hm.
hier irgendwo. Hier ist noch zu, oder? Das ist immer noch zu. Hier seid ihr. Oh, hoppala. Oh, da unten steht was. Eine 8. Chat, 8. Wir haben eine 6 und eine 8. Warum spielst du eigentlich schon wieder mit Puppen? Mutti, ich weiß es nicht. Ihr wisst, ich bin ja mit He-Man und Skeletor groß geworden, aber irgendwie, das muss jetzt nur wirklich auch nicht mehr sein hier. Irgendwie, also, mit dem Mannequins hier so ein Quatsch. So, okay, na dann, leave the storage. Dann würde ich sagen... Wait, what just happened? What happened to the lights? I could probably get them back on using that electrical unit I saw near the way in. Ich probier mal ganz auf die Dove. Hang on. This door. Yeah. Why is it locked? It's like some sort of security was triggered. Maybe I can use the elevator shaft to get out. Schlüssel. Ein Key zu meinem Knie. Temp Maintenance Room Key. Okay, alle klar. Ach, und lass... Ja, genau. Und die sind jetzt aus. War schön, schön, schön. Kann ich die anmachen? Nothing. Ja, kann ich. Maybe there's another one. Ach so, okay, wir müssen zwei anmachen. I don't know, on the way in, so there was a maintenance room on every floor. Nothing. Maybe I should check there. So, einer ist da, der andere ist quasi außenrum und dann... Ist das da wohl der Fernseher? Nee, der Fernseher ist hier vorne. Okay. Ah, und jetzt ist alles duster. Schön, 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 schön. Kann ich das nicht nehmen? Die Jute, was ist das? Die Jute DKGN? Ne. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, hier ist ja nichts. Hä? Ich dachte, hä? Hä? War hier nicht? Ja. Ach, ach, hey. Ach, hey. Hier war der, wa? Hier ist der Maintenance, genau. What the fuck was that? Was denn? Was denn, was denn, was denn? Wieso denn? Wieso ist die Mucke so scheiße? Oh Mann. Schließ doch auf, du sollst nicht klopfen, du sollst ihn. Benutze den Schlüssel, du Lappen, Alter. Ist es nicht genau das? Ich hab doch den Schlüssel für den Generator rum. Ja, na gut. Okay. Der Maintenance Raum, der war hier. Okay, vielleicht ist das der Grund, warum der Schlüssel nicht passt. Na? Ah, schön, schön, schön. Sieht wie bei mir aus. Das ist mein Aufnahmesetting. So sieht's aus. Genau. Oh, schön. Schön. Zwei Schlüsse auch noch. Wunderbar. Bürostuhl. Ach, der Rechner ist genau wie bei mir. Genau wie bei mir. Kabelverteilung extrem die gleiche. Schön. Schön. Warte. Nein, es war kein. Es war kein Alert, der abgespielt wurde. Schön. Ist mir ja gelesen. A letter from one of the workers in Frank's team. Seems he was creeped out by the mannequins. Ja, wen wundert's? Sorry, boss, but I have to break up the doorway leading to the second section of this floor. Kev and Nick keep moving the mannequins from there and putting them behind me while I wasn't looking. Ja, dachtest du vielleicht. They said they only did it the first couple of times, but haven't done it since last Thursday? I wouldn't have said so. It should be too hard to bring it down, but I think I just need the week of like we talk about. It's just so creepy. Down here? Yeah, down here. Dismissed. Oh, was ist denn das überhaupt hier? Der schöne Kanoni. So, dann schnappen wir uns mal hier einen roten Schlüssel. TV-Room. Und Room 11. Ja, geil. Freut mich.
Was liegt hier? Venus 95? So, das ist immer so der Moment, wo bei mir dann so der Gesichtsfasching losgeht hier irgendwie. Ja, wo sämtliche Würde einfach dahin geht. In einem gellenden Frauenschrei aus einem Männerkörper. So. Die sind so scheiße. So, muss ich noch einen rum, oder was? Ich muss ja erstmal den zweiten Switch, den zweiten Switch finden hier. Why is this doorway bricked up? Aber vor allen Dingen wie, Alter? So bündig. Schön. Hat er gut gemacht. Hat er... Und ihr habt einen Arbeitsunfall anscheinend. So. Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht. Schön verrafft die Scheiße, ey. Na sag mal, wo ist denn jetzt hier der zweite Schalter? Siehst du, dafür hat Benny. Dafür hat Benny, der mir jetzt sagen würde, nee, immer links, immer rechts und dann nochmal links, links, links und dann immer rechts. Und dann weg da. Und so irrig rum wie so ein stumpfes Kanickel. Hm. So. Ja, Entschuldigung, dann würde ich jetzt mal probieren, erstmal hier den TV-Room anzumachen. Aufzumachen, nicht anzumachen. Oh, Herrje, Alter. Was ist denn mit euch los? Chat, ihr könnt mir ruhig mal ein paar aufbauende Worte hier hinschreiben, irgendwie. Ihr seid so... Habt ihr schon abgeschaltet? Leid ich hier alleine? Na, los, alles klar. Überhaupt nicht laut und stressig. Schön, schön. Alle cool? Okay. Was ist mit deiner Hand los? Ah. Okay, wir müssen anscheinend eine Videokassette finden. Ah. Oh, es schüttelt mich. Ich bin tatsächlich nochmal kurz versucht, nach vorne zu laufen, um zu gucken, wo ich überhaupt bin. Alle total verrafft habe ich. Ich muss nochmal auf die Karte gucken, die selbst gemalt ist. Warum kann ich die überhaupt nicht mitnehmen? Okay. Okay, verstehe. So. Aber da war ich doch. Verstehe ich gar nicht. Ach, kann es sein, dass der Raum von Generator 2 noch zu ist? Oder habe ich es einfach nur versaubeutelt? Kann es sein? Ich laufe mal jetzt hier wirklich außen an die Wand. Ich laufe nicht außen Wand lang. Sondern lauf innen lang. So, und dann müsste er hier sein. Hier. Nee. Das. Hier. Doch, das war doch gegenüber vom Maintenance. Aber das ist ja nicht der Maintenance, das ist ja der Generator hier. Also der. Moment, warte mal. Na klar, hier ist denn. Ach Gott. So, das ist ja der Raum. Hier ist ja der Generator 2 drin. Warum sagt denn keiner was von euch Mäuse? Also muss ich erstmal Raum 11 finden. Was? Raum 11. Wo ist denn Raum 11? Hier ist Raum 4. Wo ist Raum 11? Ihr könnt ja wetten, in Raum 11 ist entweder ein Schlüssel oder eine Videokassette. Oder im schlimmsten Fall betet. Haben wir schon einen Raum 11 irgendwo gesehen, Leute? Nein, es ist keine 11. Ist auch keine 11. Knister, Knister. Warte mal, hier war doch noch irgendwo immer ein Raum zu, wo wir nicht kommen. Nope. Ich laufe jetzt einfach alles stumpf ab. Tut mir leid, Leute. Hier ist Raum 11.
Echt jetzt, Alter? Hä? Der zweite Schlüssel ist weg? Der zweite Schlüssel ist weg? Weil er den gerade benutzt hat. Sah mir jetzt nicht... Who hides a key with a mannequin? Ja, okay, schön. Jetzt haben wir also auch den Generator, Schlüssel. Ach, und ein paar Kerzen sind an. Schön. Haben sie uns kuschelig gemacht. Schön, schön. Was? Nee, 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 nee. Aber so einfach nee. Oh, Sackgasse. Nein, ich bin eine Sackgasse. Kommt der jetzt? Ist mir egal, ist mir egal. Komm, fahr ein bisschen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, Leute! Oh! Oh, sieht man's? Sieht man's? Oh! Aber Benedrix! Spoopy? Was ist jetzt Spoopy? Oh! Von welchem Spiel? Come on, don't be silly. What? Guess who? It's not possible. You're not her. Why would we say my name? Don't understand why you'd want to say my name. You know my name. Say it. Get off me! Say my fucking name, Tobias! Mann, fahr denn mit, bitte! Ich weiß nicht, was schlimmer ist, irgendwie, dass wir Tobias heißen? Oder dit gerade? So, schön, schön, schön. Komplett meine Orientierung wieder verloren hier. Schönen Dank auch. Sag mal, ich stand doch hier, als ich umarmt wurde. Von den widerlichen Fingern des Todes. So, und spontan fällt mir da einfach nur plop ein. Phasmophobia. Schaut's euch mal an. Mit dem Benny zusammen. Großartig. So. Mann, ich hab darauf geklickt. Und ich hab doch den blöden Generatorraum. Das ist doch der Generatorraumschlüssel gewesen, oder was? Ich bin doch jetzt auch nicht der letzte Idiot hier. Mach doch auf! Das. Ich gebe zu denken, dass der Schlüssel, den wir erhalten haben, weg ist. Und das war der Generatorschlüsselraum. Und ich stehe vor dem Generatorschlüsselraum. Der Schlüssel ist weg. Aber die Tür ist nicht offen. Ich schwöre bei Gott, ich habe schon 20 Mal jetzt die rechte Maustaste gedrückt. Ich flipp nicht aus. Licht ist unser Freund. So. Ja, dann mal auf ein neues. Was soll denn jetzt der Quatsch da mit den Videokassetten? Also mit dem Videoraum. Der TV-Raum. Und bitte, was? E? F? Nur steht. Ob wir vielleicht noch eine Taschenlampe kriegen? Nee, zu dick. So, dann probieren wir jetzt mal eine Security-Tür. Oh, ist aber fuchtig. Oh, guck mal. Hätte ich jetzt mal nicht erwartet. Hilfe! Okay. It's obvious this thing is starting to mess with my head. Rechte Maus hast du? Der ist nur ein Key in der Inventory. Schön. Einfach schön. So. Und finden wir noch hier irgendwas? Können wir hier in die Brotbüchse reinkicken? Nee, können wir nicht. Was sollen wir im TV-Raum? Habe ich im TV-Raum noch irgendwas? Die 1 ist noch nicht offen. Hier, remove. Was sollen wir denn removen? Können wir das Regal irgendwie? Können wir das Ding verschieben? Können wir die Tür rüberschieben? Können wir die Tür rüberschieben, damit es offen ist? Das wäre nochmal eine Idee.
standen hier nicht vier? Und wozu haben wir die 8 und die 6 gefunden? Den Code. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, ich weiß nicht, was das Spiel mir sagen will. Na? So, okay, gehen wir nochmal in den TV-Raum. Haben wir Licht denn hier? Habt ihr irgendwas bei? Das ist eine unanständige Pose. Einnimmt der Mann. Ach, Mann, Alter. Ist doch nicht geil. Okay, soll ich das mal wissen? Aha, er hat auf der Videokassette gesessen. Verstehe. Looks like something was recorded on Indiana. Wie wert denn? Oh, scheiße, 65% nur noch. Ja, danke. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen bockig in dem Game, muss ich sagen. Und das ist ja bloß die Alpha-Demo. Muss man ja dazu sagen, irgendwie, okay, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, irgendwie, und zum Full-Game würden sie bestimmt gefixt haben. Play? Na, machen wir uns einen Filmabend? Why are you here? Das fragt mich auch. Are you here to set us free? Nee. Ich will mich free setten. Okay, was seht ihr da? Licht. Ach so, das ist... okay, das ist mein Feuerzeug, was ich da sehe. Schön. Gut, dann machen wir nochmal an. So wie so ein Baum aus oder irgendwas in der Richtung. Okay, Mapes, aber auch nicht. Ah, und wird zurückgespult. Ordentlich, ordentlich. Ja, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass die Steinmauer weg ist, weil ansonsten hätte ich jetzt keinen Plan. Da stand... Ja, da standen vier? Ja, da standen vier. Ja, genau. So, du warst bei den Mannequins. Ich wüsste jetzt bloß noch die Steinmauer, die da steht. Ansonsten habe ich gerade keinen Plan, wo das Spiel mich jetzt hinschicken will. I need to find a way through the... Ja, okay. Also, genau, den Weg findet er. Will er finden, durch die oder... Was? Ja, okay. Ja, das war die Demo von Mannequins Hassler's Dodge. Wir haben Ende 2 von 4 freigeschaltet. War ganz schön Jumpscare-lastig. War schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Helft uns zu wachsen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin.